Mein Lieber, dieses Gefühl musst du vermeiden. Du fragst dich vielleicht, wie soll ich ein Gefühl vermeiden? Gefühle habe ich einfach. Ja, das ist wahr. Die Gefühle, die kommen einfach, aber sie kommen manchmal auch einfach nur, weil du einen Gedanken hast, den du nicht loslassen kannst. Und was dieser Gedanke auslösen kann, ist in diesem Falle, worüber wir heute sprechen, extrem fatal. Und das kann nämlich über deinen Selbstwert entscheiden. Selbstwertgefühl entscheidet nämlich darüber, ob du wunderschöne Kapitel mit Frauen schreiben kannst und du so die richtige findest oder ob du im Gespräch mit einer Frau ständig an dir zweifelst und du das Gefühl hast, dass sie dich einfach nicht genug mag. Jawohl. In dieser Folge sprechen wir, wie gesagt, über Selbstwertgefühl, über niedriges Selbstwertgefühl, wie du dein Selbstwertgefühl erhöhst. Aber was ist Selbstwertgefühl überhaupt? Und dazu habe ich dir ein kleines Zitat mitgebracht. Selbstwertgefühl ist nicht alles. Aber wenn du kein Selbstwertgefühl hast, dann hast du gar nichts. Herzlich willkommen beim Freundin finden Podcast, der Podcast, um die Frauen zu erobern und zu behalten, die du wirklich magst. Und damit legen wir los. Das ist die große Sache. Das ist das Thema, über das Männer vor allem viel zu wenig sprechen und natürlich auch wenig Anlaufstellen haben, weil das einfach kein Thema ist, über das man gerne spricht, seinen eigenen Selbstwert. Aber das ist einfach genau das Thema, was dich so oft zurückhält. Und genau da hat Dominik auf der FMC Live, die wir letzte Woche hatten, also die Flirt Masterclass Live, unser Riesenevent, das eigentlich nur für die Männer, die in unserer Flirt Masterclass, in unserem Coaching sind, vorbehalten ist, was wir aber geöffnet haben für Menschen, die dazukommen wollen, für Männer wie dich, die auch auf der FMC Live dabei sein wollten. Und dort hat nämlich der Dominik das Geheimnis für wirklich nachhaltigen Selbstwert und Selbstwertgefühl eröffnet. Und wir haben später in dieser Folge eine Überraschung für euch, nämlich diesen Vortrag, der richtig geil 90 Minuten lang in die Tiefe geht, als Videoaufzeichnung. Wir haben die ganze Zeit schon von unseren Teilnehmern jetzt gehört nach der FMC Live. Das war total geil. Gibt es irgendwo die Aufzeichnung zu sehen? Gerade den Vortrag von Dominik, das wollen wir unbedingt nochmal anschauen. Kriege ich fast jeden Tag Nachrichten dazu. Deswegen haben wir dieses Video jetzt ebenfalls für euch, meine lieben Podcast-Zuhörer, zur Verfügung gestellt, wie du dir dieses Video, diesen 90-minütigen etwa Vortrag anschauen kannst. Das sagen wir dir am Ende dieser Podcast-Folge, also unbedingt dranbleiben und hör dir vor allem an, was Dominik jetzt schon alles anteasen wird in dieser Folge, was du zum Thema Selbstwert noch nicht wusstest, wie du deinen eigenen Selbstwert auch wirklich nachhaltig erhöhen kannst, um dich einfach gut in diesen Situationen zu fühlen, von denen ich im Intro gesprochen habe. Dominik, vielleicht klären wir als allererstes, bevor wir reingehen, wie du denn auf dieser Reise zu deinem Selbstwertgefühl herausgefunden hast, was denn A, kompletter Quatsch ist, von dem andere Leute annehmen, was zu einem hohen Selbstwert führt und welche Erkenntnis du dann hattest. Ja, viele wissen eigentlich gar nicht, dass Selbstwertgefühl die Basis von allem ist. Also es hat bei mir auch eine ganz lange Zeit gedauert, bis ich irgendwie das Ganze in einen Rahmen packen konnte, sodass ich verstanden habe, es gibt so etwas wie Selbstwertgefühl und Selbstwertgefühl ist das Fundament von allen unseren Entscheidungen, von den Dingen, die wir machen, haben im Leben, von der Person, die wir sind im Leben. Und wenn das Selbstwertgefühl im Keller ist oder nicht vorhanden, dann müssen wir uns nicht wundern, dass wir uns auch die ganze Zeit dreckig fühlen, einsam fühlen oder einfach traurig sind oder wütend die ganze Zeit. Dass das unsere Standard-Emotion ist, unsere Standard-Schwingung, dass wir uns ständig mit jemandem vergleichen oder dass wir immer wieder denken, ich bin nicht gut genug, in welcher Form auch immer. Weil dieser ich bin nicht gut genug Gedanke, das ist ja nicht mal ein bewusster Gedanke, den wir oft haben oder den wir so wortwörtlich haben. Ich kann mich nicht daran erinnern, dass ich mal so einen Gedanken damals hatte vor, und ich spreche jetzt hier vor einer Zeit vor, über 15 Jahren und davor, bevor ich dann auf dieser Reise, mich auf diese Reise begeben habe zum Thema starkes Selbstwertgefühl. Und ich kann mich nicht daran erinnern, dass ich mal einen bewussten Gedanken hatte von, ich bin nicht gut genug. Sondern das waren immer andere Gedanken, die sich in irgendeiner Weise verkleidet haben, die aber ausgedrückt haben in der Metaebene darunter. Ja. Ich bin nicht gut genug. Ja. Und das waren dann solche Gedanken wie,
Ich habe eine hübsche Frau gesehen und ich habe mir dann gedacht, so, sie will sowieso nicht mit mir sprechen. Oder jetzt ist nicht der richtige Zeitpunkt. Oder sie hat bestimmt einen Freund. Warum sollte der Gedanke, oh, sie hat bestimmt einen Freund, der Gedanke sein, ich bin nicht gut genug? Weil das da einfach eine ganze Kaskade von weiteren Gedanken mit dranhängt. Das ist so krass, weil das sind genau die Gedanken, die wir eigentlich annehmen, was uns davor abhält. So, es liegt ja gar nicht an unserem Selbstwert. Ich habe gar keinen Selbstwert. Naja, klar, jeder könnte ein bisschen mehr Selbstwert haben. Aber es zeigt sich dann eben genau in solchen Situationen. So, die Frau hat kein Interesse an mir. Sie hat bestimmt einen Freund, sie fühlt sich bestimmt gestört. Sie schreibt mir gerade nicht zurück, ich muss jetzt wieder hier investieren, damit sie mir antwortet. Und wir realisieren nicht, warum gebe ich mir so viel Mühe bei jemandem, der dich vielleicht schon seit Wochen ignoriert oder kaum selber investiert in diese Beziehung, die du gerne hättest. Wenn jemand da gar nicht Energie reinsteckt und du machst das immer mehr, ja, das ist genau diese Verkleidung. Das ist die Wurzel des Übels. Ja, vor allem, weil du damit ja auch sagst, so, dass du genau das haben willst. Wir haben ja in der letzten Folge darüber gesprochen, wie viel Männer einfach dann Frauen hinterherrennen, wenn sie ihnen nicht zurückschreiben. Genau. Und das ist genau die Sache. Wir reden oft davon, oder auch ich frage oft die Männer im Mindset-Call, wenn sie mir über irgendwelche Blockaden berichten, über die sie einfach nicht drüber kommen. Eine Standardfrage, die ich oftmals stelle, ist, und das meine ich gar nicht böse, sondern das ist immer eine Frage von so, was ist das Problem? Also es ist sowieso niemals du bist das Problem oder eine andere Person ist das Problem, sondern das Problem ist das Problem. Ja, also es hat niemals etwas mit einer Person zu tun, sondern das Problem ist das Problem. So, aber wenn sie dann entsprechend von einer Blockade berichten, dann frage ich oftmals, warum willst du das haben? Warum brauchst du dieses Problem? Warum brauchst du dieses Gefühl? Und das ist dann oftmals ein Gefühl, was sie oftmals dann nicht haben wollen. Natürlich ein sogenanntes negatives Gefühl, obwohl es keine negativen und positiven Gefühle gibt. So, aber warum brauchst du das? Warum brauchst du dieses Problem? Und dann ist oftmals so die ganz logische Antwort, ja, ich brauche das ja gar nicht. Ja, natürlich brauchst du das nicht, logisch. Aber irgendetwas sagt dir ja, dass du genau das machen musst, weil du anscheinend nicht mehr wert bist. Du bist es anscheinend nicht wert, dass die Frau dir antwortet. Deswegen bist du es wahrscheinlich wert, dass du ihr weiter hinterher rennst und weiter alle 20 Sekunden auf dein Handy schaust, ob sie dir schon geantwortet hat, damit du dann endlich diesen Dopaminkick bekommst, um dich wieder wertvoll zu fühlen. Beziehungsweise du fühlst dich dann dadurch gar nicht wertvoll, sondern das, was du einfach haben möchtest, ist weiterhin, oh, das Leid. Sie hat mir schon wieder nicht geschrieben. Oh, ich gucke jetzt in 20 Sekunden nochmal auf mein Handy und freue mich dann, in Anführungszeichen, wieder darüber, dass sie mir noch nicht geschrieben hat. Schon wieder nicht. Und ich kann weiter leiden. Und dieses weitere Leid führt zu viel, viel mehr oder viel, viel niedrigerer emotionaler Schwingung. Das heißt, du fühlst dich dauerhaft und länger schlecht. Und das kreiert eine Identität. Das kreiert dann eine Person, die du bist, die einfach traurig ist, die es nicht wert ist, dass Frauen sie ansehen oder dass du entsprechend gut mit Frauen wirst, sondern das kreiert eine Person, die generell von Frauen ignoriert wird, weil du genau das kennst. Und das ist dein Selbstwertgefühl. Du bist es in Anführungszeichen nicht wert, das ist das, was dein Unterbewusstsein von dir denkt, du bist es nicht wert, dass Frauen in Anführungszeichen dir hinterherrennen, dass Frauen dich jagen, dass Frauen mit dir Zeit verbringen wollen, sondern du bist es nur wert, dass Frauen dich ignorieren, dass du schon wieder hinterherrennen musst, dass du schon wieder viel mehr Arbeit investieren musst, viel mehr Energie investieren musst, damit sie dich sieht. Mhm. Das ist Selbstwertgefühl, das ist niedriges Selbstwertgefühl vor allem. Ja, die Stufe danach, also das ist ja die Entwicklung, durch die ich ebenfalls gegangen bin und mit der vielleicht auch der ein oder andere was anfangen kann. Es ist aus diesem niedrigen Selbstwertgefühl heraus, ist der Schritt daraus manchmal eine Überreaktion, eine Überkorrektur. Das heißt, eine Trotzreaktion. Das heißt, genau in diesem Beispiel, was du gerade gegeben hast, okay, die Frau ignoriert mich, ich bin ihre Zeit nicht würdig, kommt dann die Trotzreaktion, okay, dann ist sie meiner Zeit nicht würdig. Ja, Überkorrektur. Das Pendulum schwingt von dem einen Extrem ins andere Extrem. Und dann habe ich eine Phase durchgemacht, in der ich dann auch Feedback bekommen habe von anderen, hey, du kommst mir gerade echt arrogant rüber, also was ist mit dir los? Und natürlich hat das mich dann auch wieder sehr zum Nachdenken angeregt. Und meine Güte, so will ich ja auch nicht rüberkommen. Ich will ja kein Assi sein, kein Arsch sein.
Aber das ist leider, ich meine, zum Glück bin ich da nur ein paar Monate in dieser Phase gewesen, aber leider ist das die Trotzphase, ist die Phase, in der manche hängen bleiben, wie so ein schlechter Drogentrip, bleiben dann viele genau in dieser Trotzphase hängen. Und das sind dann eben die meisten dieser ganzen YouTube-Kanäle und Info-Ratgeber, die dich darüber aufklären, dass du halt mehr Alpha sein musst und dass du der weiblichen Hypergamie nicht trauen kannst und all diesen Schwachsinn, was einfach nur eine weitere Stufe weg ist von niedrigem Selbstwert, aber eigentlich noch so nah an dieser Welt des niedrigen Selbstwerts ist, dass wir es genauso niedriges Selbstwert nennen können. Weil es ist ja nur eine Trotzreaktion. Du hast ja nicht wirklich dein Selbstbewusstsein angepackt. Du hast ja nicht wirklich ein höheres Selbstwertgefühl, sondern du hast halt nur ein Trotzgefühl. Du nutzt quasi die Wut, um etwas umzulenken, was du früher noch nicht getan hast. So, und das ist nicht wertlos. Das kann dir helfen, das kann einem helfen, um einen, sagen wir mal, einen Kickstart, wie beim Motorrad, um einen Kickstart loszulegen, um den Motor anzukriegen. Ja, das kann helfen. Aber dann die ganze Zeit den Starter dazu betätigen und zu sagen, ich muss die ganze Zeit den Kickstart betätigen, obwohl der Motor schon längst an ist, macht auch keinen Sinn. Das ist so, als ob du am Zündschloss die ganze Zeit den Zündschloss andrehst, obwohl der Motor schon längst an ist. Ja, dann beruhig dich. Dann kannst du die Hand vom Schlüssel nehmen und dich aufs Fahren konzentrieren. Und wie fahren wir ein Auto? Wie sagen wir immer unseren geliebten Podcast-Hörern immer zum Schluss? Fahr vorsichtig, fahr entspannt, fahr leichtherzig. Und das tun wir eben nur dann, wenn wir unser Selbstwert auch wirklich anpacken. Das heißt, in eine noch höhere Stufe gehen, wo wir eben nicht abhängig sind von der Frau, wo wir die Frau nicht brauchen, aber genauso wenig die Trotzreaktion brauchen. Also das, ich bin ja so unabhängig, ich brauche keine Frauen. Doch, das ist mir alles zu viel, das brauche ich alles nicht mehr. Kennt ihr vielleicht manche Freunde, die sagen, das ist mir alles zu viel Stress. Ist das wirklich alles zu viel Stress? Das ist keine Unabhängigkeit. Ja, es ist keine Unabhängigkeit, nee. Unabhängigkeit hast du ja auch in der letzten Folge ganz geil gesagt. Unabhängigkeit ist im Prinzip ja auch die Freiheit und die Freiheit, Ja zu sagen, wenn ich Ja sagen will und Nein zu sagen, wenn ich Nein sagen will. Genau. Aber zu sagen, so, das ist mir gerade alles zu viel Stress. Und auch damit spreche ich auch jetzt gerade all diese Männer an, die sagen so, ach, am besten einfach mal aus der Gesellschaft austreten und einfach eine Hütte im Wald haben. Oh, das wäre der Traum. Nee, Alter, das ist nicht der Traum. Du bist ein Mensch, du bist ein soziales Wesen. Eine Hütte im Wald zu haben, ist fliehen. Das ist eine Flucht vor, dass dich alles überwältigt gerade. Und das bedeutet eigentlich nur, dass du lernen darfst, gut zu dir zu sein und Sachen Schritt für Schritt anzugehen. Sprich, Selbstwertgefühl zu erhöhen, anstatt weiter irgendwelche Narrative auf dich einprasseln zu lassen, dass du so und so zu sein hast, sondern einfach mal deine eigenen Regeln aufbaust. Und dazu brauchst du was? Richtig, Selbstwertgefühl. Also, es hängt alles miteinander zusammen. Es hängt alles mit dem Selbstwertgefühl zusammen. Selbstwertgefühl kannst du dir vorstellen wie die Wurzeln eines Baumes. Und wenn die Wurzeln nicht tief genug in der Erde sind und der nächste Sturm kommt, dann wird der Baum ausgewurzelt. Dann liegt er am nächsten Morgen nach dem Sturm seitlich auf dem Boden. Wenn die Wurzeln aber tief im Boden sind, dick, fest verankert sind, dann kann der krasseste Sturm kommen und der Baum steht noch da. Du bist der Baum und die Wurzeln sind in der Erde des Lebens. Ja, und dann kannst du dich auch auf Fruchtproduktion, du als Baum, konzentrieren. Dann kannst du mal richtig geile Äpfel dann entwickeln und wachsen lassen und so weiter. Aber wenn die Wurzel nicht tief drin ist, dann hast du auch nicht die Nährstoffe dafür. Dann hast du nicht Zeit und Raum dafür. Dann hast du nicht die Kapazität dafür, dich auf Früchte zu konzentrieren, sondern du bist weiterhin einfach nur im Überlebensmodus und versuchst einfach nicht ausgewurzelt zu werden. Vom Sturm aus der Erde gehebelt zu werden. Und das, was du gerade gesagt hast, mit dann schwinge ich ins andere Extrem, also dann pendelt das Pendel ins andere Extrem und dann gehe ich in diese Alpha-Schiene als Mann und so weiter. Das sind beides einfach nur, also ob ich jetzt entsprechend in der Alpha-Schiene bin oder ob ich in der anderen Schiene bin von es ist alles nichts wert, sie will sowieso nichts von mir und so weiter. Das sind beides einfach nur zwei Seiten der gleichen Medaille, niedriges Selbstwertgefühl. Und wir müssen uns, also anstatt irgendwelche in Extreme zu verfallen, so der Weg zur Entwicklung ist immer in der Mitte, statt in Extreme zu verfallen, dürfen wir uns die goldene Mitte dann entsprechend vorstellen. Und
Ich stelle mir die goldene Mitte immer gerne vor, so als allsehendes Auge, was so über den Ding schwebt. Das ist nicht auf der Skala, nicht auf dem Extrem minus 100% und auf dem Extrem plus 100%. Das ist dann nicht irgendwie bei 0% die goldene Mitte oder so. Die goldene Mitte ist, die schwebt über den Ding. Die macht ihre eigenen Regeln. Die sieht das Ganze aus einer Vogelperspektive und kann daraus entsprechend ihren eigenen Weg entwickeln. Und wir brauchen diese goldene Mitte, um starkes Selbstwertgefühl für uns aufzubauen. Weil was bedeutet es, Selbstwertgefühl? Ich habe ein Gefühl für meinen eigenen Wert. Und nicht, ich lasse mir den Wert von jemand anderem aufdrücken. Ich mache meine eigenen Regeln für mein Leben, anstatt mir die Regeln aufdrücken zu lassen, dass ich so und so zu sein habe. Und woher kommt das? Woher kommt das, dass wir überhaupt nicht darüber nachdenken, sondern meist einfach nur uns damit beschäftigen, wenn es schon zu spät ist? Also in dem Vortrag, den du auch gerade erwähnt hast, den sich die Teilnehmer am Ende der Folge, da geben wir euch ja einen Link dafür, oder die Teilnehmer, die Zuhörer. ihr könnt euch dann am Ende der Folge unter dem Link, den wir euch dann geben, dann den Vortrag anschauen. Und da spreche ich auch davon, dass ich einen krassen Moment in meinem Leben hatte, wo ich stark am Boden war, der mir dann erstmal gezeigt hat, dass es einen anderen Weg geben muss. Muss. Und dieser Weg, ja, muss einfach so. Und dieser Weg war das Selbstwertgefühl, weil ich vorher einfach nach den Regeln der Gesellschaft gespielt habe, die Regeln der anderen, die Regeln der Schule, die Regeln meiner Eltern und so weiter. Und ich dachte, dass ich da reinpassen muss. Und das hat dann dazu geführt, dass ich einfach wahnsinnig unglücklich war und dann ganz viele tragische Sachen hätten passieren können, auf die ich im Vortrag eingehe. Aber wir brauchen oftmals so einen Moment, der uns wachrüttelt, dass wir uns überhaupt damit beschäftigen, dass wir überhaupt an unserem Selbstwertgefühl arbeiten. Weil wir leben nach Glaubenssätzen, die nicht unsere ist. Wir leben nach Regeln und Wegen, die nicht unsere sind. Und dann müssen wir uns nicht wundern, wenn wir 20, 30 Jahre später aufwachen und wahnsinnig unglücklich sind. Ja. Ja. Und für viele ist dann leider der Zug schon abgefahren. Und ich hoffe, für dich nicht. Also wenn du das gerade hörst, dann ist wahrscheinlich der Zug für dich noch nicht abgefahren. Deswegen sehr gut. Ja, für mich hat das super viel mit der Perspektive zu tun. Und ich habe mich einfach früh zu einer anderen Perspektive entschieden. Ich gebe dir ein Beispiel. Ich habe mich vor kurzem mit meiner Freundin, meiner Verlobten darüber unterhalten, weil sie ja Musikerin ist und sie gerne dort in dieser Karriere weiterkommen möchte, ihre Songs aufnehmen will und so weiter und so fort, Konzerte geben. Und wie das so ist, hat sie einfach manchmal Zweifel. Ne? Das ist ja das Schöne als Mann, der für Frauen ein Geschenk sein möchte, dass du dann auch die Fähigkeit erlernen darfst, wie du für sie ihren Selbstwert erhöhst. Also wie du ihren Selbstwert, ihre Ressourcen so aktivierst, damit sie ihren eigenen Wert erkennt und dann strahlt. Wir nennen das Blüte im Coaching. Wenn du eine Frau dazu bringen kannst, dass sie aufblüht. Das ist was Wunderschönes. Etwas absolut Unvergleichliches. Wenn du derjenige sein kannst, der bei ihr diese Strahlen in den Augen, dieses Funkeln erwecken kann, dann sieht sie dich mit diesen Augen an und sie verbindet dich mit diesem Geschenk. Und dann kann einfach kein anderer Mann gegen anstinken. Auch wenn er noch so reich ist, noch so groß, noch so schön, noch so alpha. Niemand kann dagegen anstinken, weil du hast dir etwas absolut Unbezahlbares gegeben. Ja? Absolut unbezahlbar. Wie die Werbung da mit, was war das, Mastercard irgendwie. Was können wir da sagen? Reich? Keine Ahnung, 1 Million. Schön? Okay, kostet auch so und so viel. Groß? Okay, von mir aus. Blüte? Unbezahlbar. Dieses Gefühl, absolut unbezahlbar. Okay, und wie habe ich das gemacht? Ich habe über die Ressourcen gesprochen, die sie schon längst hat. All das, was sie schon längst erreicht hat. All die Konzerte, die sie schon gegeben hat. Die Songs, die sie gemacht hat. All das Feedback, was sie schon bekommen hat für diese ganzen Songs. Für die Musik, teilweise ja auch Männer in der Flirt Masterclass, die den Song gehört haben und dann gesagt haben, Andi, nochmal hier, die mir eine Nachricht geschickt haben, das hört sich richtig, richtig gut an, sag das ruhig deiner Freundin. So, wow, mega cool, sage ich ihr Bescheid. Oder ich habe ja auch ihre Musik gepostet auf Reddit in verschiedenen Subforen.
Ebenfalls mega geiles Feedback, habe ich ihr immer weitergeleitet. Schau mal, was die schreiben. Ne? Die geht total drauf ab. Und jedes Mal war das einfach ein weiteres Puzzlestück, was sie weiter aufgebaut hat, weiter aufgebaut, weiter aufgebaut. Aber warum ich über Perspektive rede, ist, als ich zum Beispiel in der Bundeswehr war oder vor der Bundeswehr, als ich noch in der Schule war, ne, da habe ich immer wieder vor meinem Fenster die anderen Jugendlichen vorbei zischen hören mit ihren Mofas und Mopeds. Ja, was weiß ich, wie viel PS die haben. Die kleinen Dinger, die halt maximal 50 km/h fahren können. Und die haben immer Gas gegeben, so wie als ob sie eine Gangschaltung hätten. Also, aber die haben halt keine Gangschaltung, das ist alles nur ein Gang. Das heißt, es war immer wieder von vorne. Das hat sich einfach lächerlich angehört. Und ich habe da gesessen und gesagt so, hey, ich überspringe diesen Schritt. Ich werde gut Geld verdienen, damit ich mir ein Motorrad holen kann, damit ich direkt einen Motorradführerschein mache. Und dann werdet ihr alle dumm gucken. Und dann war ich in der Bundeswehr und habe dort meinen Führerschein gemacht. Also nicht in der Bundeswehr, sondern während dieser Zeit von dem Geld, das ich verdient habe. Ich war auch sehr lange in der Kaserne, habe sehr viele extra Dienste gemacht. Ich habe da einfach gut Geld angespart, dort meinen Führerschein gemacht, den A- und B-Führerschein und dann auch direkt mir meine Chopper geholt. Ne, mein Motorrad, was ich dann für 10 Jahre danach noch hatte. Und das war einfach das Geilste. Danach wirklich in meinem Traummotorrad, ein extra langer Vordergabel, einfach ein mega geiles Gefühl gewesen, dann da genau auf derselben Straße zu fahren, wo ich wusste, dass da halt die ganzen Kids immer nur gemacht haben. Und das ist für mich, das war quasi dieser Initialpunkt, das war eine Trotzreaktion, das Pendulum ist in die andere Richtung geschwungen und das war gut, das hat mir geholfen, dass ich sage, ich werde nicht so wie ihr. Ja, das hilft. Aber ich bin da nicht darauf hängen geblieben. Ich bin da nicht im selben Nachbarsort die ganze Zeit meine Kreise gefahren, um irgendwie anzugeben, guck mal, wer jetzt das Motorrad hat. Habe ich nicht. Ja, ich bin weitergezogen, habe mein Leben gelebt, habe das Motorrad genutzt, um ganz andere schöne Erfahrungen zu machen in meinem Leben. Also darfst du halt nicht darauf hängen bleiben, auf dieser Trotzreaktion. Aber es hat mir geholfen. Es hat mir geholfen, um in eine andere Sphäre des Denkens zu kommen und wirklich auch ein Resultat zu erzielen. Und diese lange Sicht, diese lange Perspektive, die sehe ich auch bei ihr oder bei mir. Weißt du, der Grund, wieso wir nach über 10 Jahren immer noch hier am Markt sind, als Coaches, als Flirt-Coaches, für dein Selbstbewusstsein, für deine Fähigkeit, mit Frauen zusammenzukommen und eine wunderschöne Beziehung aufzubauen, absolut magische Momente entlang dieses Weges zu erleben. Der Grund, warum wir noch hier sind, ist wegen dieser langen Perspektive. Ich wusste ganz genau, was machen denn alle anderen? Und ich habe immer wieder beobachtet, diese ganzen Coaches, die kommen und sprießen aus der Erde und nach ein paar Monaten, nach einem halben Jahr, hört man nichts mehr von ihnen. YouTuber genauso, immer wieder. Ich habe vor 6 Jahren mal auf YouTube eine YouTuber-Weihnachtsaktion gemacht. Ne, so ein Adventstürchen, als wir noch einen ganz kleinen Kanal hatten mit ein paar hundert Subscribern. Und da hat damals mein Freund Jonathan, Logical Lemon, mitgemacht, Benedikt von der Redefabrik und das war's. Also noch einige weitere, ne, noch 22 weitere, aber von denen hast du danach nie wieder was gehört. Das heißt, wir sind die Einzigen, die aus dieser Aktion immer noch hier sind, immer noch auf YouTube, immer noch ne, Coaches, Unternehmer. Und ich wusste damals einfach, was machen die anderen? Die beginnen Dinge, dann zweifeln sie an sich und hören wieder auf. Sie beginnen Dinge, zweifeln an sich und hören auf. Beginnen, zweifeln, hören auf. Und das ist der Kreislauf, den fast jeder Mensch immer wieder durchmacht. Beginnen, zweifeln, aufhören. Beginnen, zweifeln, aufhören. Also was muss ich machen, um erfolgreich zu sein? Was muss ich machen, um einfach nur, damit mein Ziel in Erfüllung geht, damit mein Wunsch in Erfüllung geht? Ich muss einfach nur dranbleiben. Ich mache einfach genau das Gegenteil von dem, was die machen. Ich werde beim Zweifeln, wenn der Zweifel kommt und der wird kommen und er kam immer, Zweifel kommt immer auf, weil wir Menschen sind, aber was machen wir dann? Das ist die Frage, wie du immer sagst, Dominik, und du hast den Spruch ja auch nicht erfunden, sondern den haben ja auch schon weise Menschen schon vor tausenden von Jahren gesagt. Zwischen dem, was du erlebst und dem, was du tust, also wie du reagierst, was du mit dem, was du erlebst, anfängst, ist ein kleiner Zwischenraum. Und in diesem Zwischenraum ist die Entscheidung.
Du kannst entscheiden, wie du darauf reagierst, was du damit anfängst. Und ich habe in diesem Zwischenraum immer dann einfach für mich gesehen, hier werde ich nicht aufgeben. Genau hier werde ich jetzt das machen, was die anderen nicht machen. Und ich werde einfach dranbleiben. Und das ist ein Erfolgsrezept. Einfach weitermachen, einfach dranbleiben. Weil die meisten machen das halt nicht, die hören dann auf. Und deswegen auch zu meiner Freundin, ne, habe ich dann auch gesagt, so, genau diese Gedanken, die du gerade hast, das ist der Grund, wieso all die anderen Musiker oder deine ehemalige Band, wieso sie immer noch, obwohl sie mehr Songs haben, noch keinen einzigen Song auf Spotify haben. Zweifel, aufgehört. Zweifel, aufgehört. Angefangen, Zweifel, aufgehört. Du musst einfach nur das Gegenteil machen. Einfach weitermachen. Und dann hat sie das auch realisiert. Sie so, ja, ey, das stimmt. Und dann haben wir über die anderen Künstler geredet, die sie toll findet und was die gesagt haben. Ja. Und welche Reise die hinter sich gemacht haben. Und dann kam sie mir mit auch so einem Thema wie Zweifel an ihrem Talent. Ich sage, das ist so ein Quatsch, so ein Bullshit. Du weißt, dass du Talent hast. Ne? All diese Leute, die gesagt haben, wie geil deine Musik ist. Hier, sollen wir nochmal deine Bewertungen sehen? Das ist einfach der Hammer. Oder du erinnerst dich an das, was Ed Sheeran gesagt hat. Hat er mal ein Interview gegeben, wo der Interviewer ihm gesagt hat, ja, du hast ja ein Talent. Und dann sagt er, nee, ich zeig dir mal was. Und dann hat er sein Handy ausgepackt mit einer Aufzeichnung von einem seiner ersten Songs, die er gemacht hat, oder vor 10 Jahren. Ne? Und der singt total schief und schepp. Mhm. Und alle lachen. Und er lacht selber und sagt, ja, also, das war nicht Talent. Ich habe dran gearbeitet. Und ich bin dran geblieben. Und das ist es, mein Lieber. Ja, die Perspektive, welche Perspektive hast du? Hast du diese kurzfristige Perspektive, diese Kurzsicht von jetzt gerade in diesem Moment zweifle ich an mir. In diesem Moment denke ich, dass sie mir nicht antworten will, weil sie keine Lust auf mich hat, weil ich nicht gut genug bin, weil sie noch Besseres zu tun hat, weil ich mich ins Zeug legen muss. Denkst du das in diesem Moment? Okay, aber dann mach ein paar Schritte zurück und schau dir auf lange Sicht die Reise an. Was passiert, wenn ich jeden Tag ein bisschen mehr an mir arbeite? Wo geben alle anderen auf? Und wieso kann ich es dann schaffen? Weil ich einfach nicht aufgeben werde. Ganz einfach. Du machst einfach das Gegenteil von dem, was alle anderen machen. Alle fangen an, zweifeln, hören auf. Du machst das nicht, mein Lieber. Und das brauchst du auch nicht zu machen. Denn wir sind jetzt in Podcast-Folge, was, 79, 80? Das ist wahrscheinlich nicht die erste, die du anhörst. Und wenn, dann herzlich willkommen. Aber wenn es die erste ist, wenn es nicht die erste ist, dann siehst du mal, du bleibst an Dingen dran. Das ist das geilste, das ist die geilste Reise deines Lebens, an deinem Selbstwert zu arbeiten und dann für Frauen ein so großes Geschenk zu sein, dass sie dir dann solche wunderschönen Sachen schreiben, die ich dir schon oft vorgestellt habe, was Teilnehmer immer wieder erzählen, was die Frauen ihnen sagen. Haben wir erst vor kurzem jetzt wieder, hat einer wieder eine Nachricht bekommen von seiner Freundin, angehenden Freundin, sind ja nicht zusammen, mit der jetzt wunderschöne Kapitel schreibt. Hat er im Coaching kennengelernt und sie hat ihm gesagt, ich will dir einfach nur mal sagen, du bedeutest mir super viel. Vielen Dank, dass du in mein Leben getreten bist. Ich bin echt dankbar, dass es dich gibt. Das ist Blüte. Das ist, wenn jemand erkennt, wie toll du bist, weil du ihnen ermöglicht hast, zu erkennen, wie toll sie selber sind. So, deswegen mache ich mir auch nie Sorgen und hab keine Sorgen, dass wir auch als Coaching-Unternehmen übrigens, dass wir irgendwann mal dass wir schlecht dastehen. Habe ich nicht, weil ich weiß, was wir euch geben und das kommt halt immer zurück. Das, ne? Nenn's Karma, nenn's wie du willst. Aber das ist der Prozess, auf den ich vertraue und auf den du vertrauen kannst. Das ist auf den Prozess zu vertrauen. Das bedeutet es, eine schöne Geschichte zu schreiben. Diese Perspektive einzunehmen, die langfristige Perspektive. Ja, und das... Im Prinzip machen wir ja nichts genau. Anderes als Blüte mit euch, ne? Mit dir als Zuhörer, mit den Männern, die bei uns im Coaching sind. Im Prinzip machen wir nichts anderes als genau diese Blüte. Wir ermöglichen es euch zu sehen. Oder was heißt, wir ermöglichen es? Wir zeigen euch, dass ihr schon lange an euch glauben könnt. Es ist im Prinzip, dass wir gemeinsam mit dir setzen wir auf deine erfolgreiche Zukunft. So, wir schließen eine Wette auf deine erfolgreiche Zukunft ab, mit dir gemeinsam. Statt, dass du dein Leben lang, wie bisher, vorher wahrscheinlich, auf deine negative Zukunft gesetzt hast. Ja. Und dann willst du natürlich, dass diese Wette eintritt, damit du maximal viel Ertrag rausbekommst. Aber das ist eine blöde Wette, weil dann hast du vielleicht den Ertrag daraus und hast die Genugtuung. Ja, ich wusste ja, dass alles den Bach runtergeht. Ja, ich wusste das ja. Herzlichen Glückwunsch. Dann wusstest du das, aber du fühlst dich dabei nicht so gut. Setz doch lieber auf deine positive Zukunft und dann erschaff genau diese Zukunft. Und dann kannst du sagen, ja, ich wusste schon immer, dass ich das schaffen werde. Das ist das, wie du schon sagst, das ist das Erfolgsgeheimnis. Es ist immer die nächste Frau, die du ansprichst.
So, du hast vielleicht irgendwie, du gehst vielleicht raus und hast vielleicht 10 Frauen, wolltest du ansprechen und die haben dich von mir aus alle ignoriert oder weggeschickt oder was auch immer. Und dann kannst du entweder betröppelt nach Hause gehen und du kannst sagen, oh, was für ein Versager bin ich denn und so weiter. Und keine Frau will mit mir irgendwie Zeit verbringen und keine Frau will mich kennenlernen. Das kannst du dir erzählen. Oder diese eine machst du noch und beweist dir das Gegenteil. Ja. Der nächste Song wird sein, der dich, wenn du auch Musiker bist oder auch deine Freundin, deine Verlobte Andi, wird sie dann noch weiter nach oben katapultieren. Es ist immer der nächste Song, der dann auch eine Kaskade von weiteren Hörern nach sich zieht, von weiterem Erfolg für dich nach sich zieht, wenn du die nächste Frau ansprichst. Du wirst dich dann noch besser fühlen, wenn du dann entsprechend genau dich an dieser Stelle, wo es gerade noch mal schwer war, wo du hättest aufgeben können, nicht aufgegeben hast, sondern wo du dich überwunden hast und gesagt hast, das ist mein Ziel, ich will das erreichen. Und das einfachste, die einfachste Methode, es zu erreichen, ist, den nächsten Schritt zu machen. Ja. Einfach nicht zurückzugehen. Wir haben ja darüber auch gesprochen, gerade am Wochenende, Dominik, was auf YouTube auch einfach Erfolgsgeheimnisse sind und was so große YouTuber wie Mr. Beast zum Beispiel sagen. Und in einem dieser Interviews fand ich das auch sehr, sehr lehrreich. Das spielt genau in dieses Thema hinein. Es gab eine Untersuchung an den erfolgreichsten YouTube-Kanälen, die halt eine gewisse Größe an Views und an Subscribern haben, wie lange sie gebraucht haben, um dahin zu kommen, dass sie so groß geworden sind. Und natürlich haben das Leute angenommen irgendwie, okay, das dauert so und so lange, das dauert mindestens 5 Jahre. Aber dann gibt es ja auch Beispiele, die innerhalb von 9 Monaten so abgehen, dass sie durch die Decke schießen. Okay, also irgendwie hat das ja doch nichts mit der Zeit zu tun. Womit hat es denn jetzt zu tun? Und abgesehen von natürlich Ausnahmen, die immer die Regel bestätigen, der Grundtenor, der ganz eindeutig zu sehen war, war folgender. Die Zeit ist nicht das Wichtige. Es waren die Anzahl der Videos, die diejenigen hochgeladen haben. Also erst ab einer bestimmten Schlagzahl, ab 1000 Videos zum Beispiel, ab dort kamen dann Stück für Stück mehr und mehr Zuschauer, mehr und mehr Abonnenten und so weiter. Und das ist genau der Punkt. Wie viel bist du eigentlich bereit zu tun für deinen Erfolg? Und was ist deine Perspektive? Weil wenn ich da Nachrichten sehe von Männern, die mir da unter YouTube Kommentare schreiben, und die bewerben sich ja gar nicht erst. Also deswegen, so Männer kommen auch gar nicht bei uns ins Coaching. Ne, bei uns im Coaching sind ja wirklich nur Männer, die an sich arbeiten wollen und deswegen halt auch so eine geile Familie und Community sich daraus entwickelt hat an richtig geilen Action-Takern, die ihr Leben in die Hand nehmen und sich auch treffen untereinander und Frauen kennenlernen und dann miteinander dann mit den Mädels, die sie kennengelernt haben im Coaching, also Pärchen-Dates machen und sowas. Absolut geile Sachen. Ne? Aber die Männer, die mir dann schreiben auf den Kommentaren, die halt nicht wirklich was verändern wollen, die keine Zeit, keinen Fokus, kein Geld, nichts in die Hand nehmen wollen, um irgendwas zu verändern, die sagen dann sowas wie, also ich habe vor ein paar Wochen eine Frau angesprochen und das war so peinlich. Das war so peinlich, wie sie mir einen Korb gegeben hat und ich habe mich in Grund und Boden geschämt. Ich werde das nie wieder tun. Hat einen Versuch gestartet und dann sich entmutigen lassen. Du hast halt keine Langzeitperspektive. Das ist es. Du weißt einfach nicht, was die Schlagzahl bedeutet, was es bedeutet, wirklich an sich zu arbeiten. Die Male, wo ich von einer Frau einen Korb bekommen habe, eine Abfuhr bekommen habe, die ist wahrscheinlich 10-mal so hoch wie die Male, mit denen du überhaupt mit einer fremden Frau gesprochen hast. Also überhaupt irgendein Gespräch mit Fremden geführt hast, weil ich so viel an mir gearbeitet habe. Okay, so viel musst du jetzt nicht an dir arbeiten, um eine Freundin zu bekommen oder auch alleine nur Erfahrungen zu machen, um so dann aus diesen Erfahrungen heraus dir eine Freundin auszusuchen. Das ist nicht nötig. Du musst es nicht so verrückt machen wie ich, aber dein Ziel ist wahrscheinlich auch nicht, Coach zu sein. So, du brauchst gar nicht so sehr zu übertreiben wie wir. Außerdem haben wir auch sehr viel probiert und haben aus den Erfahrungen Misserfolge gehabt und daraus so Trial and Error sehr viel abgeleitet, bis wir dann erst zu Konzepten gekommen sind, die wirklich langfristig funktionieren, wo wir im Coaching die einfach eine extrem krasse Abkürzung geben können. Also hätte ich damals dieses Coaching gemacht, hätte ich damals die Flirt Masterclass gemacht, die wir aufgesetzt haben, die es jetzt seit 4-5 Jahren schon gibt. Hätte ich die damals gemacht, dann hätte ich ja so viele Jahre und so viele Blamagen in Anführungsstrichen auch ersparen können. Aber gut, die langfristige Sicht war einfach wichtiger. Und mein Lieber, das ist dann einfach auch die
die Genugtuung, die du hast, wenn du einen Schritt zurück machst und realisierst, hey, ich bin ja schon längst gut genug. Es ist das Problem ist das Problem, wie Dominik gesagt hat. Wie gehe ich jetzt dieses Problem an? Mit Geduld? Mit Leichtigkeit? Flirten? Oder mit Frust? Und ich versuche, an den Grashalmen zu ziehen, damit die schneller wachsen. Dann wächst der Grashalm auch nicht schneller. Dann reißt du eher den Grashalm ab, bevor der rauskommt. Ja? Also in dem Tempo, in dem du brauchst, kannst du wachsen. Und wenn du dich diesem Tempo anvertraust, wenn du da Vertrauen auf diesen Prozess hast, dann wächst du automatisch auch schneller. So ist das. Das ist Unabhängigkeit. Das ist wirklich emotionale Unabhängigkeit. Ist zu wissen, dass du gut genug bist und dass du sowieso wachsen wirst und dass sich für dich auch alles fügen wird. Ja, natürlich bist du nicht faul, aber du brauchst auch keinen Druck ausüben. Und genau das ist dann auch eben das Erfolgsrezept von unserem Coaching, weil wir können dort eben diese feine Linie genau führen, wo wir dich nicht so unter Druck setzen, dass du demotiviert bist, aber wir geben dir genügend Tritte in den Hintern und auch einen konkreten Leitfaden, damit du ganz genau weißt, was du als nächstes tust, ne? Um flirten zu können, um mit der nächsten Frau in Kontakt zu kommen, um bei dieser Frau ein bisschen mehr Interesse erwecken zu können und so Schritt für Schritt dann einfach dein eigenes gefühltes Charisma, das du in dir fühlst, weil du die Reaktion der Außenwelt ja wahrnimmst, dass du dich selber in deiner eigenen Haut immer besser fühlst und du merkst, hey, ich bin ja anscheinend charismatisch. Ich komme ja anscheinend gut an. Ne? So, lass uns nochmal zurückkommen zum Selbstwert und wie dieses Selbstwertgefühl aufgebaut wird. Weil du hast eine richtig krasse Übung gemacht auf der Flirt Masterclass Live, die ja auch extrem krass angekommen ist beim Manuel, denke ich mir gerade. Und Dominik? Ja, genau. Also, ich bin immer wieder überrascht, wie intensiv das ist und wie, also du hast gerade davon gesprochen, dass es ein Weg ist dahin, dass wir zu unserem besseren Selbst, zu einem stabilen und gesunden Selbstwertgefühl, dass es ein langer Weg dahin ist. Aber glücklicherweise gibt es auch Abkürzungen dafür. Und eine der Sachen, die uns unser Selbstwertgefühl wie so ein Heißluftballon nach oben steigen lassen können oder wie so ein Heißluftballon nach unten steigen lassen können, innerhalb wegen dieser Sandsäcke, die da dran hängen, sind unsere Glaubenssätze. Und wir haben eine Übung gemacht, die habe ich mit einer Handvoll Teilnehmern gemacht. Und das ist eine Biofeedback-Übung. Das heißt, wir machen da aufgrund von Biofeedback, das heißt, wir reden mit deinem Unterbewusstsein über das, was unser Körper uns signalisiert, was unser Körper uns gibt. Reden wir direkt mit dem Unterbewusstsein. Und ich bin immer wieder überrascht, wie schnell es geht, wie in kurzer Zeit alte Glaubenssätze, die 20, 30 Jahre alt sind, innerhalb von kurzer Zeit aufgelöst sind. Und ich habe das an mir selber gesehen. Ich habe vor einiger Zeit auch schon hier im Podcast darüber eine Geschichte erzählt von der Frau, die auf dem Event war, auf dem ich auch war und dann entsprechend diese Übung gemacht hat. Und dann jahrelang unter Klaustrophobie gelitten hat. Und dann hat sie diese Übung gemacht und dann ist sie Aufzug gefahren und ihr war das gar nicht mal bewusst, dass sie gerade Aufzug fährt und kam dann auf dem Auszug raus und hat gesagt, so, das ist ja amazing, ich bin noch nie Aufzug gefahren, ich hatte immer Angst davor. Aber was dem Manuel passiert ist, das ist crazy. Er hat einen Glaubenssatz gehabt, den haben wir dann entsprechend aufgelöst innerhalb von 3 Minuten und er hat mir danach, also er stand danach dann noch so ein wenig abseits von uns und hatte Tränen in den Augen die ganze Zeit und hat gelächelt. Und dann frage ich ihn irgendwann so, alles okay bei dir? Und er sagte so, ich bin so überglücklich. Ich habe mich noch nie so leicht und unbeschwert gefühlt. Und dann hat er halt so noch darüber erzählt, so dass dieser Glaubenssatz, der hat so eine Nachwirkung, den neuen, den er installiert hat, den alten, den er aufgelöst hat und dann entsprechend durch den neuen installiert. Der hat so eine Befreiung für ihn aufgelöst. Der war über 20 Jahre alt, dieser Glaubenssatz. Dieser Glaubenssatz, nicht gut genug zu sein, den er durch einen besseren ersetzt hat. Und er war dann noch auf dem Weg nach Hause und hat mir dann noch eine Nachricht geschrieben, so, danke, danke, danke. Das ist wirklich amazing, was da passiert ist. Ich danke dir vielmals. Ich habe mich noch nie so unbeschwert gefühlt. Ich habe mich noch nie so glücklich gefühlt. Und das Ganze ist innerhalb von 3 Minuten passiert. Und ich möchte jetzt nicht, dass es irgendwie klingt, dass ich das gemacht habe. So, ich bin einfach nur derjenige, der das angeleitet hat. Ich habe damit im Prinzip nichts zu tun. Das war alles sein Glaubenssatz und sein Unterbewusstsein, dass er dazu bereit war, diesen alten Glaubenssatz durch einen besseren zu ersetzen.
Und das ist amazing, was da passiert, innerhalb von 3 bis 5 Minuten passieren kann. Wie wir innerhalb von 3 bis 5 Minuten ein komplett anderer Mensch sein können, weil wir ganz andere Glaubenssätze plötzlich installieren. Es ist amazing. Und ja, das mache ich entsprechend mit den Männern dann auf der nächsten FMC Live auch gerne nochmal, die dann im Januar stattfindet. Korrekt. Und auch natürlich dann auf dem DPC, den wir gemeinsam im Februar haben. Da zeige ich euch dann genau, wie ihr das selber machen könnt, dass ihr mich dann auch nicht mehr an eurer Seite braucht, sondern dass ihr für den Rest eures Lebens ein Tool habt, mit dem ihr, wenn ihr merkt, guck mal, das ist ein Glaubenssatz, den ich nicht haben möchte, ich setze mich mal eben 5 Minuten dahin, mache die Übung und dann ist der Glaubenssatz weg. Und dann entsprechend habe ich ein viel besseres Fundament, um mein Fundament Selbstwertgefühl aufzubauen. Es ist fantastisch, es ist amazing und das kann wirklich jeder. Das ist das Verrückte dabei. Und ja, das... Ich bin immer noch sprachlos, wie schnell das geht. Ich bin happy für den Manuel, ich bin happy für die anderen Teilnehmer, die ähnliche Resultate hatten. Der Sebastian, der innerhalb das von 2 Minuten aufgelöst hat, der hatte dann im Nachverlauf nicht so eine krasse Reaktion, also eine so dass er viel geweint hat, aber er hat diesen Glaubenssatz innerhalb kürzerer Zeit aufgelöst. Während ich noch in meiner Anleitung drin war, sagte er schon, ja, es ist vorbei, ist weg. Ich spüre das schon. Und ich dachte so, okay, nee, geh da lieber noch mal rein. So, das kann ein bisschen dauern. Aber er so, nee, ich spüre das, das ist weg. Und er schrieb uns dann ja auch so den Abend später, so nach dem Event. Mir ging es vorher richtig beschissen. Ich habe mich überhaupt nicht gut gefühlt. Ich habe ganz, ganz viele negative Gedanken gehabt. Und ich hatte heute den besten Tag meines Lebens. Ja. Und es ist amazing. Und ja, wenn du die Möglichkeit dazu hast, so dann komm zum nächsten Live-Event. Dann können wir das vielleicht sogar gemeinsam an dir machen. So, sehr gerne. Ja, diese Wirkungen, die sind immer krass. Die sind immer krass. Für mich liegt das Geheimnis da drin, nicht in der Technik, sondern daran, A, dass du etwas hast, woran du gerade dich quasi orientieren kannst. Ne? Etwas, was dir einen Leitfaden gibt, wo du den nächsten Schritt einfach antizipieren kannst. Ja? Und du weißt, was als nächstes kommt. Jemand leitet dich zum Beispiel durch. Du hast entweder einen Leitfaden oder jemand leitet dich da durch. Und du hast auch einfach schon ein Fundament an Basisarbeit an dir geleistet, was jetzt endlich zum Tragen kommt. Weil das ist ja, weißt du, es ist ja nicht so, als ob wir jemanden, der sagen wir mal, nie an sich gearbeitet hat und ein Leben lang nur erwartet hat, dass ihm alles in den Schoß fällt, nichts getan hat, für andere oder für sich, immer nur dem Staat auf der Tasche gelegen, seinen Eltern auf der Tasche gelegen, auch nie irgendwie anderen ein Geschenk gemacht hat, nichts, der einfach für nichts und niemanden ein Geschenk war. Und immer nur erwartet, dass alle ihm etwas geben. Und wenn er nichts bekommen hat, dann hat er sich aufgeregt wie ein kleines Kind. Oder, ich will was haben, ich will was haben. Und er war einfach nur der Inbegriff einer Last für alle. Wenn wir von so jemandem sprechen, der selber auch nicht irgendwas gemacht hat, ne, ihm dann so ein Tool an die Hand zu geben, der wird es gar nicht nutzen können. Der wird dann damit halt... Ja, wir werden damit ein bisschen probieren und auch, okay, huh, ja. Aber du brauchst halt grundsätzlich das Verständnis, dass du schon längst die Erlaubnis hast, stolz auf dich zu sein, dich wohlzufühlen, dich nicht mit diesen Lasten zu belasten. Also jeder, der diesen Podcast hört, fällt nicht in diese erste Kategorie von diesem Typen, der immer nur für andere eine Last ist und seinen Eltern und seinen Freunden und jedem auf der Tasche gelegen ist. Das bist du nicht. Das bist du nicht. Wenn du schon mal von irgendeinem Kumpel das Feedback bekommen hast, dass du ein guter Freund bist oder dass du für andere hilfreich warst, weil du gerne hilfsbereit bist oder weil du zuverlässig bist, dass wenn du etwas sagst, dass man sich dann auch auf dich verlassen kann. Wenn du grundsätzlich dich für viele Dinge interessierst, für verschiedene Sportarten, für verschiedene Musikstücke, für was auch immer, wenn du vielseitig interessiert bist, dann bist du grundsätzlich schon von deinem Geiste her ein ganz anderer Art Mensch. Dann möchtest du ja Schönheit, Güte, Wachstum. Dann willst du ja, dass Dinge sich positiv entwickeln in deinem Leben und für die Menschen um dich herum. Und
da, mein Lieber, das ist halt das Verrückte. Deswegen sagen wir, stille Wasser sind tief. Da ist halt so viel Potenzial, was ungenutzt ist, weil du eigentlich schon längst das Recht dazu hast, dich richtig gut in deiner Haut zu fühlen. Das heißt, wie du dich fühlst, wie viel du wert bist und wie viel du tatsächlich wert bist. Andersrum muss ich hier die Hände zeigen für die Zuschauer gerade. Wie viel du dich fühlst, wie viel du wert bist und wie viel du tatsächlich einfach dich selber wert fühlen könntest. Da sind Lichtjahre dazwischen. Und solche Übungen oder Coaching, ne, diese Prozesse, diese Leitfäden, was ja auch die Flirt Masterclass ein sehr, sehr, sehr detaillierter, 10-wöchiger Leitfaden ist, dieser Prozess hilft dir, diese Brücke zu schließen, die Diskrepanz wahrzunehmen und zu sagen, hey, ich habe eigentlich gar keinen Grund, mich so kacke zu fühlen. Guck mal, was für ein Geschenk ich schon längst für die Welt bin. Und dann schließt sich diese Lücke. Verstehst du? Und deswegen stehen wir auch dahinter. Denn deswegen ist das auch nicht irgendwie eine Schnelllösung. Schluck einfach nur diese Pille oder hier hast du eine Affirmation, sag das ein paar Mal in den Spiegel, klappt schon. Nee, da gehört natürlich noch mehr dazu. Ja, aber da hast du allen Recht der Welt darauf, dass du dich wohlfühlst und dass du in deiner Haut dich auch so wohlfühlst, wie du es vielleicht auch schon von anderen als Feedback bekommen hast. Weil auch das ist etwas, was ich von unseren Teilnehmern immer wieder höre. Und auch bei mir oft der Fall war. Ne? Leute sagen mir, hey, du bist krass erfolgreich oder siehst total gut aus oder was auch immer, obwohl da auf YouTube die Meinungen eher sich spalten von denen, wie gut ich aussehe. Aber das selber dann auch zu spüren oder anzunehmen, zu sagen, ja, danke schön. Ich wette, der ein oder andere von euch hat auch Schwierigkeiten, Komplimente anzunehmen. Ja, wirklich zu sagen, boah, danke schön, cool. Ja, weil niedriges Selbstwertgefühl. Niedriges Selbstwertgefühl, ja. Das kannst du ja erst wahrnehmen, also erst annehmen, wenn du es als wahr erachtest, wenn du denkst, wenn du selber davon überzeugt bist, dass das stimmt. Ich bin ein toller Freund oder ich sehe toll aus oder ich bin wirklich lustig oder was auch immer. Ne? Oder ich bin sehr mächtig, nicht mächtig, männlich oder was auch immer. Wenn Leute dir so ein Kompliment machen, das kannst du erst wahrnehmen, wenn du dich wirklich auch so siehst, wenn du der Wahrheit ins Gesicht bringen kannst, dass du tatsächlich schon längst gut genug bist. Ja, und deswegen helfen solche Anleitungen einfach extrem, das zu erkennen, ne? Das zu erkennen, wie viel du tatsächlich schon längst es dir erlauben darfst, diese Laster fallen zu lassen, die dich einfach ein Leben lang manchmal schon belasten. Ja. Diesen Vortrag übrigens von dir, Dominik, den kannst du dir anschauen, wenn du auf andyfriday.de/selbstwert gehst. Ne? Einfach andyfriday.de/selbstwert. Wir haben den Link auch hier in der Beschreibung des Videos, in der Podcast-Folge gepackt. Kannst du anklicken, auf der nächsten Seite klick dich durch. Da gibt es diesen wirklich wundervollen 90-minütigen, ich glaube, es ist ungefähr 90 Minuten, wenn ich jetzt hier die Aufzeichnung nochmal gesehen habe, Vortrag an. Der hat, wie gesagt, bei unseren Teilnehmern, die jetzt immer noch auf mich zukommen, und jetzt sind wir ja schon am Mittwoch, also wir nehmen gerade die Folge auf, am Mittwoch nach der FMC Live, es kommen immer noch Leute auf mich zu und sagen, das war mega geil, kann ich die Aufzeichnung kaufen? Hat auch einer geschrieben, das ist Sebastian übrigens, Dominik, der hat Sven gefragt, kann ich die Aufzeichnung irgendwie käuflich erwerben? Und andere haben gefragt, ja, wann gibt es das endlich zu sehen, ich will das nochmal anschauen. Feedback durch die Wand weg, durch die Bandbreite hindurch. Alle waren mega begeistert, kommen zurück, total befreit, haben einfach Bock auf ihr Leben und Bock, die nächsten Kapitel wirklich geil, wunderschön anzugehen mit den Frauen, die sie schon kennen, beziehungsweise den Frauen, die sie jetzt noch kennenlernen werden in ihrem eigenen Leben. Und ja, geh auf www.andyfriday.de/selbstwert und dann kannst du dieses Video dir ebenfalls anschauen. Meine absolute Herzempfehlung, was Dominik da gemacht hat und dir einfach vorbereitet, gezeigt hat, wo die Fallstricke sind in unserem eigenen Selbstwert, wo wir selber bisher noch nicht gedacht haben, dass das ein Fehler ist, was wir aber tun, wenn wir uns selber Sachen einreden. Das merken wir gar nicht. Das passiert ganz unterbewusst. Und dort einfach zu erkennen, was so diese Bullshit-Sätze sind, die wir uns selber einreden, wodurch dann einfach ein niedriges Selbstwertgefühl automatisch zustande kommt. Diese Fallstricke, die hat Dominik mega geil entlarvt. Und dann bekommst du da einfach ein wunderschönes Bild, ein sehr klares Bild dazu, wie dein Selbstwert sehr schnell wachsen kann und wirklich gesunden kann auf das Level, das du auch verdient hast. Ein wirklich schön gesundes Level.
Genau, meine Freunde. Also www.anyfriday.de/selbstwert, ja, genau, Dominik? Ja. /selbstwert, genau. Nicht nur das, sondern du kriegst auch natürlich einen 3-Schritte-Plan, mit dem du dir ein, ich sage immer ganz gerne, kugelsicheres Selbstwertgefühl aufbaust. Das heißt, so, wir entlarven genau diese Fallstricke und du bekommst da einen Weg heraus. Und das ist wirklich für jeden umsetzbar. Und also klick drauf. So, ich finde es geil, dass wir den aufgenommen haben und zur Verfügung stellen können. Und der ist auch kostenlos. Das heißt, ihr braucht den nicht käuflich zu erwerben. Das heißt, klickt da drauf, schaut ihn euch an, klickt euch durch und dann wird das eine gute Sache für euch. Genau, komplett kostenlos. Habe ich das vorhin nicht gesagt? Ja, vergessen zu erwähnen. Komplett kostenlos für euch. Richtig. Also meine sehr, sehr geschätzten Zuschauer, Zuhörer, ihr seid es wert. Ja, fahrt vorsichtig. Warum? Damit die Welt noch sehr lange was von euch hat und ihr noch für sehr viele Menschen ein Geschenk sein könnt. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Bis dahin. Verteil die Liebe ein bisschen.